Frau Lenze vom NABU in Mannheim ist zu uns gekommen. Herr Henze, Sie sind ja selbst auch Hobby-Imker. Wie sah bei Ihnen bislang die Ernte aus? Sehr, sehr wenig. Mm. Das hängt immer davon ab, ob Sie wandern. Das heißt, ob Sie Ihre Bienen da hinstellen, wo gerade was blüht. Das mache ich nicht. Ich bin auf das angewiesen, was eben am Standort gerade ist. Mm. Und das war dieses Jahr so gut wie nichts. Mm. Warum ist die Biene grundsätzlich mal gesprochen so wichtig? Na gut. Die allgemeine Wichtigkeit ist, glaube ich, allgemein bekannt. Bestäubungsleistung, der eigentliche Wert ist für die Bestäubung, Produktion von Nahrungspflanzen, ist höher einzuschätzen als die Produktion des Honigs. Darüber muss man nichts sagen. Mhm. Gefährdung der Biene gibt es durch Varroa-Milbe und ähnliche Dinge. Aber was für mich wesentlich ist, eine Zeit lang hatte man Angst, die Honigbiene wird aussterben, weil sich niemand mehr mit der Imkerei befassen wollte. Mm. Das ist im Moment jetzt vollkommen anders. Die Imkervereine kommen bald nicht mehr nach, genügend Kurse für Anfänger anzubieten. Und man weiß fast nicht mehr, wo man Anfängern empfehlen soll, ihr Volk hinzustellen. Mm-hmm. Das ist also ein Trend, der sich vollkommen umgedreht hat. Ist das denn das Richtige, zu sagen, ich will Bienen schützen und werde jetzt Imker, oder was kann ich grundsätzlich sonst tun? Das ist ein Missverständnis, was sehr häufig in der Bevölkerung zu finden ist. Die Honigbiene ist eigentlich nicht gefährdet. Mhm. Man muss gucken, was mit ihr passiert, dass genügend Imker vorhanden sind. Aber die ist nicht in dem Sinn gefährdet. Was gefährdet ist, das sind die vielen Wildbienen. Wir haben ja in Deutschland über 500 verschiedene Arten von Bienen. Was kann ich da tun, um diese Wildbienen zu schützen? Da ist zunächst mal grundsätzlich Biotopschutz wichtig, aber auch der Biotopschutz allein genügt nicht. Man hat ja festgestellt, insgesamt bei dem Insektensterben, dass das sogar in Naturschutzgebieten um 70% abgenommen hat, der Bestand. Man muss schlichtweg von Grund auf das Umgehen mit Giften, mit Veränderung der Landschaft und solche Dinge ändern. Hoffentlich fängt da ein Umdenken an oder ist schon in den Köpfen da. Herr Henze, vielen Dank. Leider haben wir nicht mehr allzu viel Zeit, aber natürlich werden wir an diesem Thema dranbleiben. Vielen Dank. Bitteschön.